Sie sind hier, 20. Juli 2018, 19.47 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Christina Schwanitz gewinnt den deutschen Meistertitel. Urheberrecht Getty Images. Kugelstoß. Erin Christina Schwanitz holt sich mit einer furiosen Leistung den deutschen Meistertitel und untermauert ihre Goldambitionen für die Heim-EM. Kugelstoß-Europameisterin Christina Schwanitz, LV Erzgebirge, hat ihre Ambitionen auf Gold bei der Heim-EM in Berlin, 6. bis 12. August, eindrucksvoll untermauert. Zum Auftakt der deutschen Meisterschaften siegte die 32-Jährige auf dem Nürnberger Hauptmarkt mit starken 20,06 Metern vor Alina Kenzel 18,21 und Vorjahressiegerin Sarah Gambetta 17,79 und holte sich bereits ihren 6. nationalen Titel. Für Schwanitz war es der erste 20-Meter-Stoß seit ihrer Babypause. Im vergangenen Juli hatte sie Zwillinge zur Welt gebracht und startete erstmals seit den deutschen Hallenmeisterschaften 2017 in Leipzig wieder bei nationalen Titelkämpfen. Schwanitz winkt historischer Titel-Hattrick bei den Europameisterschaften. Könnte Schwanitz als erste Kugelstoßerin einen historischen Titel-Hattrick schaffen und zum dritten Mal in Serie Gold gewinnen? Mit den 20,06 Meter baute sie ihre Führung in der europäischen Jahresbestenliste deutlich aus. Am Donnerstag hatte sie beim Diamond League Meeting in Monaco mit 19,51 Metern Platz 3 belegt. Punkt. Bei ihrem ersten Saisonauftritt in der Königsklasse, der Leichtathletik in Rabat, Marokko am vergangenen Freitag, siegte sie sogar 19,40.